Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Wir befinden uns für unsere letzten Stunden hier in D-Town. Mario G ist am Start, Lukas G am Start. Und bevor wir jetzt hier abhauen, wollte ich euch noch einen kleinen Spot zeigen, wo wir vor ein paar Tagen Pizza essen waren. Genau, und dann geht's auch los nach Dortmund. Viel Spaß in diesem Video. Auf jeden Fall, Freunde, hier war unser schönes Airbnb. Kann man empfehlen, diese Lage. Was sagt ihr dazu? Die ist auf jeden Fall akustisch intensiv. Hier haben wir direkt eine Shisha-Bar. Hier haben wir McDonald's und hier haben wir direkt die... Und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, was mit diesem Düsseldorf nicht stimmt. Bruder, ich wollte schlafen, mein Fenster war direkt dort. Auf einmal, er fängt an, Staub zu saugen da draußen. Für eine Stunde um 4 Uhr nachts. Aber irgendwas. Das hab ich sogar gehört auf der anderen Seite. Ja. Yeah. Also diese City ist auf jeden Fall belebt, nennen wir es mal so. Wir sind am ersten Tag hier angekommen. Hier ist alles voll mit Bars. Es ist so, keine Ahnung, sieht ein bisschen aus wie Little Havana in Amsterdam. Amsterdam in Düsseldorf. Auf jeden Fall waren wir hier Pizza essen bei so einem kleinen süßen Spot. Nachts um, keine Ahnung, 1 und die Pizza war cool, so, sie war lecker, sie war einfach die perfekte Afterparty-Pizza. Hä, die haben doch auch letztens frischen Teig. Nein, Bruder, ich hab gesehen, der war schon platt. In der Nacht, wir kamen, der Teig war platt und es waren so Scheiben aufeinander, hat immer die Scheiben runtergezogen. Jetzt siehst du irgendwie den frischen Teig. Den schon so vorbereitet. Ich glaube, die bereiten den für nachts vor und dann haben die nur noch das zack, 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 weil es dann schnell gehen muss. Ich kann mir auch vorstellen, dass die zwei Pakete haben. Ah. Diesen, wenn jetzt weniger los ist und in der Nacht so ein Rush-Hour ist, haben sie diese schnelle Nummer. Grüße, Chef. Wir kriegen einmal Rucola Parmesan. Hallo, Rucola Parmigiano. Und eine scharfe Salami. Ja. Auf jeden Fall, die Pizzeria ist simpel aufgebaut. Wir werden da auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Die haben einen sehr, sehr schönen Ofen mit echter Holzkohle drin, wenn ich es richtig sehe. Und dann die ganzen Zutaten einfach vor dem Pizzaiolo. Und der Teig wird vor den Augen vorbereitet, die Pizza wird frisch gemacht. Eigentlich ein sehr, sehr simples und trotzdem sehr gutes Konzept, was die hier machen. Kommt was drauf auf Salami? Ja, wir kommen dieses Knoblauch. Diesen leckeren Knoblauch, den ihr habt. Das ist es, gell? Dieser Knoblauch ist es. Ich glaube, so geheim ist der Tipp zwar nicht, aber Dankeschön. Mario hat sie gewählt. Rucola mit Parmesan. Take a bite. Schön dünn. Windschnitten. Super, gut. Der Knoblauch ist auch geil. 1-0 für die Pizza. Er hat sich Hast. Selbst eliminiert. Tschüss. Ich probiere mal Mario sein Stück. Meine Augen brennen. Ey, mit Knoblauch ist die Hälfte. Boah, sag mal so. Boah. Ich bin nicht der Rucola-Type-Guy, aber dieser Parmesan obendrauf macht es wieder wett. Die haben proper Cheese auf dieser Pizza. Ich sag euch, dieser Mozzarella, auch wenn es Industry-Mozzarella ist, der ist einfach wie New York. Das ist einfach richtig so, eigentlich schon New York-Style Pizza, kann man so sagen. So wie er sein muss, gell, eigentlich. Mhm. Egal, ob der billig oder teuer ist, der ist einfach geil. Mhm. Das Coole ist, so hinter mir kann man so ein paar Stehtischen sitzen. Auf jeden Fall gibt es da hinter mir ein paar Stehtische und draußen kann man noch so ein bisschen stehen. Aktuell sind eigentlich auch Tische draußen. Das Problem ist, es regnet. Das Wetter ist gerade nasty. Oder hey, soll ich uns kurz Drinks holen von drüben? Bei Cola Zero? Ja. Tu so, als würde die Kamera nicht laufen. Ich habe zu der Karte auch nicht allzu viel gesagt. Das machen wir auch nur ganz kurz. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene Pizzen zur Auswahl. Wirklich von Margarita über Salami, Sardellen, Zwiebeln, Mais. Also man kann eigentlich alles auf die Pizza verlangen, was man will. Das ist nochmal eine schnellere Art von Pizza, so gesagt, oder? So eigentlich schon, das ist nochmal mehr Fastfood-Pizza. Fastfood-Pizza, die haben die absolute Fabrik hier. Hast du gesehen, mit diesem Teigstapel voran, zack, 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 ja, wenn die Leute reinkommen. Die Düsseldorfer haben Hunger um 4 Uhr nachts, das muss schnell gehen, ja. Das Einzige, was dort fehlt, sind Getränke. Aber die haben Collaboration mit dem Kiosk darüber, das heißt... Das geht klar. Cola Zero geht klar. Knoblauch extra drauf gemacht, der auch nicht zu scharf ist. Und diese scharfe Salami, die hat so... Die hat einfach Power, die ist trotzdem. Die gibt dir nochmal Öl ab. Das ist das Salamiöl. Stark. Mhm.
Wie simpel kann eine Pizza sein und wie gut kann sie trotzdem sein? Die Salami ist trotzdem geil auch, weil es ist wirklich scharfe Salami. Die hat eine Schärfe, aber schmeckt trotzdem noch. Und der Käse, Güzel. Gesundheit. Danke. Boah, kennt ihr das, wenn ihr niesen müsst und auf einmal spannt sich so alles an und ihr habt so kurz so ein... Alles tut weh? Nee. Was ist das, Mann? Boah, ehrlich? So, alles zieht sich so durch meine... Aber niesen ist schon befreiend. Alter, niesen ist das Geilste, Bruder. Fast so geil wie... Die erfüllt einfach alle Bedürfnisse. Fast so geil wie... Crunchy. Crunch statt hin. Und was hier auch so ein Ding ist, man merkt die ganze Zeit, es kommen neue Leute rein, neue Leute raus. Also das heißt, Stehtisch wird frei, neue Leute stellen sich hin und zack, bist du fertig mit Essen, bist du wieder weg. Diese Salami schmeckt sowas von geil. Fast so geil wie... Um genau zu erklären, warum ich eigentlich hierher wollte, dass jeder, der in Düsseldorf ist, hierher kommt und mir dann schreibt und sagt, wie gut diese Pizza ist. Die lachen mich aus hinter dir. Wer lacht mich aus? Lacht ihr mich aus? Nein. Ihr lacht ihn aus, gell? Ja. Genau. Warum sollte man mich auslachen? Let's go, hauen wir ab. Wir ab. Bye, bye, Leute. Ich bin gefreut, bye. Tschüss. Ciao. Dankeschön, Jeff. Ciao, Jungs. So, Freunde, das war's eigentlich auch mit diesem. Ich wollte euch das zeigen. Tschüss, Chef. Ciao, danke. Plan wird jetzt sein. Wir fahren nach Dortmund. Da werden wir wieder ein paar coole Sachen machen, wie auch immer. What the fuck? Weißt du noch, was What are you talking sagen, about? Ja, wir fahren jetzt nach. Sure. Bleib kurz hier. Lass mich in Ruhe. Auf jeden Fall geht's jetzt nach Frankfurt. Ah, nach Frankfurt, oder? Fahr ich schon nach Frankfurt? Auf jeden Fall geht's jetzt nach Dortmund von Düsseldorf. So eine Stunde Fahrt und ich nehme euch noch mit. Ich zeige euch ein bisschen, was so auf der Fahrt passiert und so behind the scenes. Was ist jetzt? How are you? Darling! They melted into the street properly. Also, vielleicht. Da drüben hat es übrigens gebrannt. Falls jemand weiß, warum es gebrannt hat, kann er es gerne in die Kommentare schreiben. Ihr könnt doch einfach in die Kommentare schreiben, dass Mario endlich mal sein... dass Mario weniger trinken soll. Ich will nur eins sagen. Düsseldorf war die... Wir waren am bravsten in Düsseldorf, gell? Das stimmt, ja. Nicht einmal... Wir waren sogar trainieren in Düsseldorf. Also Düsseldorf wirklich positiv. Aber nur wegen mir muss man dazu sagen, ne? Das laberst du. Wer ist der Team? Mario, du warst in jeder Stadt trainieren. Der übertreibt das. Mario geht doch zu oft trainieren. Wir waren jetzt gut trainieren, wir haben gut gegessen. Freu dich auf die Videos. Und... Es ist nicht das Outro, wir fahren jetzt, oder? Ich weiß eh, ich mache hier kein Outro. Ich wollte einfach nur irgendwas sagen, damit ich was sage. Shut your ass! Ein paar Sekunden später. Ich weiß, ich hab, glaube ich, wirklich ein bisschen ein Problem. Weil wir haben gerade eine Foodtour gedreht und waren gerade Pizza essen, aber... 1, 2, 3. Mario hat letztens gewählt, will ich nur festhalten. Er hat wirklich das hier genommen. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit. Ich sowas. Hab euch gemischte Tüte gemacht. Hast du die auch gemacht letztens? Die hat er nicht gemacht. Die waren da nicht drin zu 100%. Sind die fest oder sind die weich? Die hatte ich auf jeden Fall. Die hattest du. Das sind auch die wichtigsten, muss man sagen. Ne? Das kommt drauf an, ob die fest oder weich sind, weil diese Zungen können schon auch gefährlich. Aber kennst du die original sauren Zungen? Natürlich. Die waren's. Nummer 1, wichtig. 6 Kilo circa. Wie viel hast du gemacht von Nummer 1? Habe ich noch. Okay, Nummer 1, Nummer 6, Nummer 3. Wir kannst schon mal ein bisschen reinmachen. So. 1 Euro, 2 Euro. Mach von jedem 1 Euro. Danke, ciao, ciao. We got them sweet stuff. So muss das aussehen. We got them sweet, them juicy stuff. Die werden uns auf jeden Fall auf der Fahrt Kraft spenden. Ich werde auf jeden Fall wieder ein proper Powernap machen. Ich auch, vielleicht auf der Autobahn bei 160. Das wird jetzt eine teure Angelegenheit hier. Kartenzahl. Verlorener Parkschein ist ein Trick. Wenn ihr höher seid, dann nehmt ihr immer verlorener Parkschein. This is our proper car, Leute. Opel Insignia. It's insane, ja, eigentlich. Aber noch viel wichtiger ist, our proper driver. Das ist wohl wahr. Ein proper driver. Nichts geht über den Autofahrer. Nach dem Beifahrer. Achso. Bloß leider haben wir den leider nicht. Ich würde mal sagen, da braucht jemand da hinten proper License, weil einer immer noch keinen Führerschein hatte. Zeige euch kurz unseren AMG. Kurz leise für Soundcheck. Machst du den Ding? Ich hab noch nichts gehört.
Düsseldorf, ab geht's nach Dortmund. Das ist es, Alter. Schaut euch das jetzt an. Also Freunde, ich sag euch ehrlich, Düsseldorf ist eine Stadt wie keine andere, was das angeht. Ich versuche euch das gleich low-key zu zeigen. Mario, zeigt es dann denen mal durchs Fenster. Ja, film da einfach raus. Ja. Sieht man das schon, was das ist? Hä? Oh, die schaut nicht. Ja, egal, die sieht es nicht. Aber sieht man, was das ist? Ja, man sieht es. Die kann eh nicht in deine Scheibe rein. Sicher? Ja, ja, sicher. When I go, we run like hips and take a sip on it. Take a trip on it. When I go, we can go slow. Bis eins nur. Verdammt! Ich wurde gerade geblitzt in verfluchten Dortmund. Deswegen könnten wir eigentlich direkt nach Hamburg fahren. Sauer bin ich. Wie viel hatte ich frei? Wie viele Freischeine eigentlich, die du alle bezahlst? Minus drei. Ach so, was? Ja, Leute, willkommen in Dortmund. Kurz geht raus. Da ist eine sehr nette Mitarbeiterin, konnte ich von außen schon sehen. Nett. Hello? Oh, die ist ja wirklich nett. Randy hat ein ganz spezielles Talent. So, Randy kann so gut wie jedes verfluchte Tier auf dieser Welt nachmachen. Ihr wisst alle, wie ein Schaf macht. Er hat auch ein Talent. Jetzt nicht? Ah, okay. Haben wir schon die Suite gebucht, oder? Die Double Suite. Das wirst du gleich sehen, Alter, mit vier Betten. Auf jeden Fall, dass ihr auch ein bisschen mitbekommt. Wir buchen halt wirklich immer Suiten und sowas. Also wir leben auch wirklich luxuriös auf großen Fuße. Ich zeige euch jetzt einmal den Ausblick und dann zeige ich euch kurz. Der Ausblick ist wirklich krass. Das ist, also, eins plus mit Sternchen, muss man schon. Ausblick ist heftig, gell? Ja. Direkt auf die JVA Dortmund. Direkt auf die JVA Dortmund. Auf jeden Fall, ja Leute, wir sind abgehoben. Was sagt ihr? Was sagst du? Ja, wunderschön, wie gesagt. Die Beachbar gezeigt. Ach so, unten. Stimmt, hier ist eine Beachbar. Da, genau. Es ist noch früh am Abend, später spielt hier noch David Guetta eine Show. Und ja, das ist dann auch unsere Suite. Hier gibt es extra, also wir haben extra so ein... Das ist im Luxusbereich, nennt man dieses Bett Mausionett-Bett, das auch... Hast du schon das Gemälde aus der Renaissance von Karl Große gezeigt? Nee, also wir buchen keine Suiten ohne Gemälde drin. Dann haben wir hier ein schönes Dreimann-Bett, das sieht jetzt hier kleiner aus als es ist. Das ist 4 Meter, also 4 Meter so und 8 Meter so. Dann haben wir hier so ein übelst nices Büro, hier ist auch die Tür. Hier ist... Genau. Und hier ist der Gang so, wo ihr halt Platz habt. So, weißt du, zum Beispiel, hier könnte man jetzt den Koffer aufmachen und dann könnte niemand mehr raus. Dann, how are you? Genau, das war's eigentlich auch von dem Vlog. Bis zum nächsten Mal. Peace. Okay.